Zum Aktivieren der ANT-Plus-Sensoren schalten wir diese ein. Man sollte dabei darauf achten, dass bei diesem Vorgang keine unerwünschten Sensoren in Reichweite sind. Das Pairing-Prozess startet man, indem man die Batterie in das UC einlegt oder den AC-Knopf hinten auf dem UC drückt. Auf dem Display erscheint dann kurz Pair. Es dauert wenige Sekunden, bis die gewünschten Sensoren gefunden wurden. Bereits bekannte Sensoren in Reichweite werden automatisch bei jedem Neustart des UC innerhalb von wenigen Sekunden verbunden. Sobald sie gefunden wurden, werden die übermittelten Daten angezeigt. Das UC kann Daten von allen gängigen ANT-Plus-Sensoren abbilden, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Tritt- oder Herzfrequenz oder auch Leistung. Optional kann auch eine Remote verwendet werden, die als Fernbedienung zum UC funktioniert. So muss man nicht die Hände vom Lenker nehmen. Bei Bedarf kann sowohl die aktuelle Herzfrequenz als auch die Leistung gleichzeitig angezeigt werden. Dies geschieht, sobald das UC mit einem Herzfrequenz- sowie mit einem Leistungsmessgerät zugleich verbunden wird. Somit bleiben die beiden wichtigen Informationen im Blick, was insbesondere für ambitionierte Performance-Radfahrer eine wichtige Feature darstellt. Wenn man beispielsweise Leistungspedale verwendet, kann man sie mit dem UC auch kalibrieren. Dazu muss man die Pedale aktivieren und mit dem UC pairen. In dem Modus mit der Leistungsmessung drückt man dann lange auf den Knopf. Zuerst erscheint der Batteriestand der Leistungspedale. Dabei zeigt das UC den Batteriestand der schwächeren Batterie an. Nach dem Feld mit dem Batteriestand kommt die Kalibrierung. Das UC ist außerdem auch mit elektronischen Schaltgruppen wie der Shimano DI2, SRAM E-Tape, Campagnolo Super Record EPS, FSA Careforce Wii kompatibel. So hat man immer die aktuellen Gänge im Blick und der Lenker bzw. das Rennrad wird dabei um kein einziges Gramm schwerer. Das UC verfügt über 4 LEDs, die das Display auch in Dunkelheit beleuchten können. Um die Helligkeit einzustellen, wählt man auf dem Display den Modus Fahrzeit aus und hält dann lange den Knopf auf der Seite gedrückt. Das Display schaltet zwischen Light 0, Light 1, Light 2, Light 3. Zwischen Light 1 und Light 3 ändert sich die Intensität der Beleuchtung. Bei Light 0 sind die LEDs ausgeschaltet. Das UC schaltet sich automatisch aus, wenn keine Verbindung zu ANT-Plus-Sensoren oder zum Smartphone besteht.